In der zweiten Ausgabe des neuen Ausstellungsformats Einblick zeigen wir scheinbar ein Fragment einer mittelalterlichen Handschrift auf Pergament aus dem 15. Jahrhundert, dazu noch illustriert und in deutscher Sprache. Handschriften im Mittelalter dienten dazu, Texte zu vervielfältigen. Es gab den Buchdruck noch nicht und deswegen ist jede Handschrift etwas ganz Besonderes und ein Unikat. Genau, alles, was überdauern sollte, musste man mühsam mit der Hand kopieren. Und deswegen sind diese Stücke für uns so wichtig und interessant. Und das ganz Besondere an diesem besonderen Stück, das wir diesmal zeigen, ist eben, dass es nicht in Latein, sondern in Deutsch, auf Pergament und nicht auf Papier und illustriert ist. Als wir das Original in der Hand hatten, sah es fast zu perfekt aus und es hat uns stutzig gemacht. Das erste war, dass es auf der Rückseite nicht beschrieben war, obwohl es aus einem mittelalterlichen Buch zu stammen scheinte. Dann war das Pergament ungewöhnlich dunkel. Und die ganze Oberfläche war unwahrscheinlich eben und glatt. Wir sind in zwei verschiedener Hinsicht vorgegangen. Das eine war, dass wir uns darum bemüht haben, herauszufinden, was das eigentlich ist, was auf diesem Blatt zu sehen ist, was dort steht und was dort illustriert ist. Und das andere war, dass wir Materialuntersuchungen gemacht haben. Und hierfür sind wir vor allem auf die Kolleginnen bei uns im Haus zugegangen. Also einerseits die Restaurierungsabteilung, die wahnsinnig gutes Equipment dazu hat und andererseits zur Digitalisierung. Und in der Digitalisierungswerkstatt haben wir Multispektralfotografien eingesetzt und unter verschiedenen Lichtspektren hat sich die scheinbar mittelalterliche Tinte völlig untypisch verhalten, sodass klar war, es kann sich nicht um ein Original handeln. Was wir aber auch gelernt haben, ist, wie sehr die Technik uns aber auch wiederum dabei hilft, diese Fälschung aufzudecken. Also ich war sehr davon begeistert, was multispektral kann und wie eindeutig denn sowas auch sein kann, dass es gefälscht ist.